Hallo, liebes Pazuru-Kind. Schön, dass du da bist. Ich bin Selina und ich möchte dir heute in einer kurzen Meditation dabei helfen, dich zu entspannen. Suche dir dafür einen ruhigen Platz, an dem es leise ist und du nicht gestört wirst. Du kannst dich zum Beispiel auf dein Bett, eine Couch oder einfach auf einen Teppich legen. Wenn du magst, kannst du hierfür auch Kopfhörer aufsetzen und die Aufnahme noch einmal kurz stoppen. Lege dich ganz bequem hin und vielleicht möchtest du dich auch zudecken, dann nimm dir gerne eine Decke. Nun streck dich einmal und mach deinen Körper ganz lang. Spann einmal deinen gesamten Körper an. Beine, Arme und Oberkörper. Halte kurz. Und dann lass deine Arme und Beine auf deine Unterlage sinken. Und jetzt kannst du einmal ganz ruhig einatmen. Und einmal wieder ausatmen. Und gleich nochmal. Einatmen. Und wieder ausatmen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Augen schließen. Möchtest du noch etwas verändern? Dann kannst du das jetzt gerne machen. Ansonsten bleibe einfach so hier liegen, wie du es jetzt gerade tust. Leg deine Hände vorsichtig auf deinen Bauch und atme erneut tief in den Bauch hinein und langsam wieder aus. Nun atme noch einmal ein für 1, 2, 3, 4. Halte kurz den Atem an und atme aus für 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Du musst jetzt nichts tun. Die Welt da draußen kann für einen Moment auf dich warten, während du hier liegst und dich einfach nur entspannst. Fühle, wie dein Körper auf der Unterlage liegt und sich in sie hineindrückt. Während du hier liegst, wird er immer schwerer und schwerer. Deine Beine werden schwer, deine Arme werden schwer und der Rest deines Körpers auch. Wie ein Stein, der in ein Meer geworfen wird und immer weiter und weiter zu Boden sinkt. Nun spüre einmal in deinen Kopf hinein. Wie fühlt sich deine Stirn gerade an? Lasse alle Anspannung in ihr los und deine Stirn ganz weich werden. Entspanne deine Augen und auch deine Wangen. Entspanne deinen Mund und lasse deine Lippen sanft aufeinander ruhen. Auch deine Zunge liegt entspannt in deinem Mundraum und du spürst, wie dein Kopf immer schwerer und schwerer wird. Spüre in deine Arme hinein. Wie fühlen sie sich an? Lass auch hier alle Anspannung los.
und lasse sie einfach nur auf deiner Unterlage liegen. Nun spüre in deinen Brustraum hinein. Kannst du merken, wie sich dein Bauch durch das Atmen hebt und senkt? Vielleicht kannst du sogar deinen Herzschlag wahrnehmen. Dein Herz schlägt ruhig. Zähle deinen Herzschlag gerne einmal bis 3 mit. Lass aus deinem Oberkörper allen Stress und Spannung hinausfließen und stell dir vor, wie sie deinen Körper verlässt. Nun spüre hinunter in deine Beine. Nimm einfach nur wahr, wie sie sich anfühlen. Lasse auch sie in der Stille immer ruhiger und entspannter werden. Atme noch einmal tief ein für 1, 2, 3, 4. Halte kurz den Atem an. Und atme aus für 1, 2, 3, 4. Lass los. Das machst du sehr gut. Merke, wie dein Körper und Kopf sich in dieser Stille ganz erholen können. Nun nimm noch einmal wahr, wie dein Körper hier so ruhig und entspannt auf deiner Unterlage liegt. Und vielleicht möchtest du diesen Moment einmal nutzen und deinem Körper einmal Danke zu sagen. Dafür, dass er jeden Tag für dich da ist und dir so vieles ermöglicht. Er ist für dich da, wenn es dir gut geht und auch wenn es dir mal nicht so gut geht. 100.000 Mal am Tag schlägt dein Herz für dich, damit dein ganzer Körper mit Kraft versorgt wird. Dein Körper freut sich über jede noch so kleine Aufmerksamkeit, die du ihm schenkst. Ein kleines Danke reicht schon aus. Wenn du möchtest, kannst du auch noch an etwas anderes denken, für das du gerade dankbar bist. Das kann ein Mensch sein oder auch ein Tier. Es kann ein Hobby sein oder vielleicht auch der Ort, an dem du gerade bist und in Ruhe sein darfst. Sehe das, wofür du dankbar bist, nun vor deinem inneren Auge. Sieh es genau vor dir. Wie fühlt es sich an, Danke für etwas zu sagen? Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie es ein bisschen wärmer in deiner Brust und um dein Herz wird. Vielleicht kommt ein schönes Gefühl in dir hoch. Spüre hier einmal kurz in dich hinein
und atme einfach weiter. Wie fühlt es sich an, dankbar zu sein? Wenn du bereit bist, komm langsam wieder zurück und in deinem Zimmer an, in dem du dich befindest. Lasse deinen Atem tiefer werden. Beweg langsam deine Finger. Beweg deine Zehen und Arme. Und Beine leicht hin und her. Streck dich und reck dich. Und wenn du möchtest, kannst du nun vorsichtig wieder deine Augen öffnen. Oder du lässt sie noch für einen Moment geschlossen. Ganz wie du magst. Wenn du die Augen auf hast, kannst du dich einmal umschauen. Willkommen zurück. Das hast du sehr gut gemacht. Du kannst sehr stolz auf dich sein, dass du dir diese Zeit genommen hast, um dich einmal so richtig zu entspannen. Dein Passwort für heute lautet Entspannung. Bis zum nächsten Mal.